So, zunächst möchte ich mal eins sagen zum Sprachenunterricht. Ich finde es sehr empfehlenswert oder begrüßenswert, wenn das Ganze mal eine gewisse Entideologisierung erfahren würde. Und da würde ich damit anfangen, mit diesem Konzept der Zweitsprache. Italienisch ist keine Zweitsprache für uns deutschen Südtiroler. Genauso wie Deutsch keine Zweitsprache für die italienischen Südtiroler ist. Das ist eine Fremdsprache. Und genauso sollte es ja auch behandelt werden als Fremdsprache, als wichtige Fremdsprache, aber eben als Fremdsprache und genau nach dieser Didaktik der Fremdsprache auch unterrichtet werden. Das wäre ein wesentlicher Schritt in die richtige Richtung. Dazu muss man weder an den Grundsäulen unserer Autonomie sägen, indem man den muttersprachlichen Unterricht untergräbt, noch muss man sonst teure Experimente in einem Bereich machen, der sowieso schon von lauter Experimenten nur so stöhnt, wie es unsere Schule ist. Der Los Barba hat gesagt, Freiheit, ja sicher Freiheit, gerne Freiheit. Da würde ich am besten sagen, vor für freies Unternehmertum. Wenn jemand eine Privatschule gründen möchte, meinetwegen gerne auch Chinesisch, dann kann er es ja gerne machen. Ich sehe nur gar keine Grundlage für irgendein öffentliches Interesse an einer gemischtsprachigen Schule. Denn für mich ist hier der Mehrwert, der in Südtirol und der Reichtum des Landes, dass es eben genau drei verschiedene Volksgruppen gibt, mit ihren drei verschiedenen Vorzügen und ihren drei verschiedenen Fehlern. Und diese drei Volksgruppen werden am sinnhaftigsten repräsentiert durch ihre drei Schulsysteme. Und wenn jemand die deutsche Welt erleben möchte, kann er sich in eine deutsche Schule einschreiben und wird dort Full-Immersion haben in die deutsche Welt und in die deutsche Kultur. Das gleiche in der italienischen Schule. Das ist ein Vorzug und ich finde sehr, dass das zu fördern auch ist, zwischen den Schulen wechseln zu machen, dass man hier wirklich eine volle Immersion hat, aber ein Gemisch daraus zu machen, da sehe ich nicht den geringsten Vorteil und auch sonst keinen Ansatzpunkt, der das im öffentlichen Interesse erscheinen lassen sollte. Also privat gerne, öffentliches Interesse nein. Zur Anerkennung anderer hier zugewandter Minderheiten, ehrlich gesagt, auch nein. Meinem Verständnis von Integration würde es komplett entgegenstehen. Ja, ich wollte zum einen auch noch einen Aspekt einbringen. Also ich finde, dass eigentlich der große Reichtum dieses Landes ist, dass eben drei verschiedene Volksgruppen hier leben. Und auch wieder zur Mehrsprachigkeit und zur Schule. Ich finde, dieser Reichtum drückt sich auch aus in diesen Schulsystemen. Das ist eben eine deutsche Schule gibt, die auch wirklich eine deutsche Schule ist, nicht eine deutschsprachige Schule oder so, sondern wirklich nach großteils deutschen Prinzipien und Gestaltungsmöglichkeiten funktioniert und eine italienische Schule, wo eben vieles anders ist, weil dann ist genau das, was wir auch vorher vielleicht schon bei der Magdalena gehört haben und danach auch beim Kollegen De Los Barba, wie er gesagt hat, in den Kindergärten in Schlanders existiert eben das italienische Leben. Ich finde, genau das macht es eigentlich aus. Also sprich, man hat ja die Wahl, eine wirkliche Vollerfahrung in der deutschen Welt zu machen und eine Vollerfahrung in der italienischen Welt. Denn die Einschreibung in der Schule ist freiwillig. Man kann auch gerne einmal wechseln. Auch hier ist schon viel gemacht worden. Das finde ich auch sehr sinnvoll. Aber alles vor dem Hintergrund, dass eben diese zwei bzw. drei Volksgruppen mit den Ladinern, dass diese drei Volksgruppen in ihrer Eigenheit, mit ihren Fehlern und mit ihren Vorteilen den Reichtum dieses Landes ausmachen, der es so unverwechselbar macht. Und bei einer gemischten Schule sehe ich da einfach diesen Reichtum nicht gegeben.